Gerogon der Vergangenheit ist doof. Der hat mir nicht gesagt, was ich machen soll. Das heißt, ich werde jetzt mal eine kleine Runde drehen und schauen, wo überall noch Fehler sind. Ich kann mich erinnern, dass wir Türme nachgefüllt haben, dass wir... Oh, das ist doch ein guter Anfang. Immer da, wo es rot blinkt. Was fehlt da? Kohle. Aber das habe ich, glaube ich, behoben gehabt. Da hatten wir... Hier kam nicht genug Kohle, weil irgendwo ein Ärmchen fehlte. Das sollte jetzt eigentlich nach und nach weggehen. Hoffentlich. Genau, das hatten wir am Ende der letzten Folge gemacht. Hier, da, die Geschichte. Ich könnte denen die ganzen Speedboote geben, aber das wird mit dem Strom dann echt problematisch langsam. Und ich bin eigentlich nicht so ganz motiviert, so sehr auf die Steam Engines zu setzen. Weil wir brauchen viel zu viel Platz und brauchen immer Kohle und immer mehr Kohle und immer sind die Kohlefelder alle und dann spricht die ganze Stromversorgung zusammen. Also nein, ich denke, ich werde eher ganz, 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 ganz viel Platz benötigen. Wobei das hier hinhauen sollte, wenn wir hier und da dicht machen und dann mit Solarpanels arbeiten. Und zwar mit MK0 Solarpanels. Boah, das wird so viel Platz verbrauchen. Aber gut, ich habe ganz viel Kohle im Inventar, das sollte ich mal loswerden. So. Andere Kisten zum Befüllen haben wir ja jetzt nicht mehr, richtig? Ich könnte es da reinhauen. Nochmal. Drei Stacks für da hinten. Wobei hier ist jetzt auch schon wieder kein Kupfer über. Das heißt, du wirst einmal versorgt. Ihr werdet abgebaut. Da kann ich Sniper-Munition ersetzen. So. Noch eine Sache, die mir eingefallen ist. Ich wollte... Was? Ich wollte rote Engines abholen, um den Crusher endlich zu bauen. Für die Schmelzanlage da unten. So, wir können Robopod bauen, wir können eine Storage Chest bauen, wir können einen Construction Pod bauen. Das sind wirklich die einzigen Sachen, die ich jetzt am Anfang brauche, um ein Repair-Bataillon zu bauen. Das war ja die Hauptaufgabe. Ich nehme gleich nochmal die Blueprints mit, weil die sind echt irre praktisch. So. Und brauche auch nicht so lange. Jetzt allerdings bräuchte ich eine Versorgung von Kupfer da hinten hin. Warum brauche ich Kupfer hier hinten? Ist eine gute Frage. Brauche ich mich eigentlich gar nicht. Denn die gesamte Forschungsanlage hier kann zerstört werden. Die haben wir unten schon aufgebaut. Die gesamte Trankproduktion haben wir da unten aufgebaut. Bei der Lavalampe. Ja, das kann hier alles theoretisch weg. Oh Gott, ist das hässlich. Ja, es kann alles hier weg. Die Versorgung mit dem Wasserstoff für die Waffenproduktion sollte natürlich da bleiben und die ganze Geschichte hier auch. Aber das kann alles weg. Und ich glaube, ich mache es erst weg, wenn ich die ersten Roboter habe. Apropos erste Roboter, bau einen Roboport. Stahl. So. Und die Engines hatten wir da unten bei dem Lubricant mit hingebaut. Du. Das sind zu wenige. Woran mangelt es? An Rohren, die ich nicht selber hingetan habe. Mal Max. So. Das rödelt jetzt ein bisschen durch. Zack. Hier hast du mehr Stahl. Noch mehr davon. So, das sollte reichen. Was? Achso, Stackgröße ist 50 plus 1. Also anscheinend sind alle Stacks um 1 erhöht worden. Warum auch immer. Eventuell ist das irgendein Trick, um eine Vanilla-Grundmechanik zu umgehen. Was denn ganz schön bleach wäre. Kann ich derweil noch hier unten irgendwas Interessantes tun? Plastik? Brauche ich Plastik? Nö. Staucht sich hier alles. Ich glaube, ich habe mal eine Kiste dahin. Kiste. Ärmchen. Dich beschränken wir mal auf so. Wobei es Plastik beschränkt es gar nicht. Haben wir schön Puffer an Plastik. Passt also auch. Und da war gerade irgendwie eine Angriff oder sowas? Was habe ich da gerade weggeklickt? Ha.
Das ist auch nicht gut. Hier habe ich mich verbaut gerade. Vor ein, zwei Folgen. Da hatte ich hier eine Umgehungsstraße gebaut für die Poles. Aber dadurch habe ich dafür gesorgt, dass das Ärmchen keine Kohle mehr holen kann. Was auch nicht schön ist. Also das auch repariert. Kaum geht man ein bisschen mit offenen Augen durch die Basis, sieht man überall Fehler. Wie ist eigentlich die Robo-Abdeckung? Also, wie groß war die MK0-Robo-Abdeckung? Ich könnte theoretisch hier irgendwo einen hinsetzen. Ich glaube, ich verbringe jetzt erstmal ein paar Minuten, während ich darauf warte, dass noch mehr rote Engines fertig sind, damit das Muster zu verbreitern. Nope. Vier Türme schießen. Und das sind die Sniper-Türme und das Ding müsste schon tot sein. Gut. Also, ich verbringe jetzt halt ein bisschen damit, das Muster voranzutreiben. Damit wir da eine Symmetrie haben. Und ich auch die neuen Strukturen einigermaßen ordentlich platzieren kann und so weiter. Ich weiß allerdings nicht, ob ich bei dem Ding bleibe oder ob wir in 40 Folgen wieder eine Umbauaktion haben von Medium Poles zu Substations, wie wir das jetzt schon in 4-5 Staffeln hatten. Weil ich glaube, bei den Substations war es echt einfacher. Die hätte ich jetzt auch schon erforschen können, oder? Ich guck mal ganz kurz. Da. Ja, das geht. Braucht nur hellblaue Tränke. Hellblaue Tränke bräuchten Batterien. Kann ich jetzt herstellen, das ist richtig. Dazu bräuchten wir nur Schwefel und Schwefel war Petroleum, Gas und Wasser. Also hier irgendwo. Ich glaube, das mache ich mal. Nimm mal da. Wow. Alter Schwede. Was? Ich kann nicht über Fließbänder schießen? Nein, kann ich nicht. Okay. So, und sie haben nur die Pumpe zerstört, richtig? Pumpe. Okay. Schock. Ja. Das macht wach. Du baue eine neue Pumpe. Ich wollte gerade ganz entspannt hier meine Schwefelproduktion in Gang bringen und dann sowas. Ja, es ist ein Räusper wert. Du mach bitte Schwefel. Ich brauche Untergrunddinger. Zim. So. Untergrundding von da nach da. Darum. Und ja, da brauchen wir wieder Abdeckung. GG, so. So. Wasser brauchen wir dahin. Also mache ich einfach hier eine Pumpe. Wo versteckst du die Pumpe? Da versteckst du die Pumpe. Mit einem kleinen Knick nach. Großen Knick nach. Da. Mehr Untergrunddinger. Mehr normale Dinge. So. Von da nach da, von da nach da, von da nach da. Du verbindest dich jetzt nicht hier irgendwie mit Müll, ne? Nö. Okay. Schwefel wird hergestellt. Brauchten wir nicht früher irgendwas anderes für die Schwefelherstellung noch? Scheint nicht. Gut, also Schwefel kommt. Dann bräuchten wir jetzt die Batteriegeschichte. War die auch in einem Chemie geplant? Ja, ich glaube schon. Du brauchst allerdings grüne Chips. Das sollte nicht problematisch werden. Gib mir die alle her. Bau den Crusher schon mal. So. Und grüne Chips sollten wir zusammen mit roten Chips beim Ende unserer Lavalampe ja sehr, sehr viele von haben. Wo ich gerade hier bin, kann ich die mal mitnehmen. Hier, grüne Chips. Und auch ein paar rote, damit ich die auch vor Ort habe. So. Bau, Chemical Plant. Bau. Wow. Davon mal einen. Ich wollte eigentlich was vollkommen anderes bauen. Ich weiß nicht mehr was. Roboparts? Nee. Nee, gehen wir wieder runter. Fällt schon wieder ein. So. Habt ihr. Nee, keine Speedmodule.
Genau, ich wollte die Batteriegeschichte vorbereiten. Also dich da, dich da. Was brauchst du für Batterien? Schwefelsäure. Oh, okay, also brauche ich erstmal Schwefelsäure. Dafür brauche ich ebenfalls Wasser. Das mache ich also daneben. Also so daneben, wie es halt eben geht. Und ich habe schon wieder diese Angewohnheit, die Ölgeschichten so total zu vermurksen, dass sie nicht ordentlich aussehen. Ich komme echt nicht von meinen, ja, Verhaltensmustern los. Schöne Anspielung. Du dahin. Du. Okay, mal. So. Also mit Verhaltensmuster meine ich, in jeder Staffel mache ich fast das gleiche. Nur die Mods sind halt ein bisschen anders. Also ich mache jedes Mal eine Ölverarbeitung. Und die mache ich jedes Mal relativ gleich und okay. Aber am Ende wird sie dann wuselig, so wie hier, weil neue Mods dazugekommen sind. Und dann baue ich sie später mal wieder alle um. Und das müsst ihr jedes Mal tragen. Es tut mir leid. Das habe ich nur gemacht, damit man durchlaufen kann. So. Fehlt noch Eisen. Ja. Ich habe jetzt nicht wirklich Lust, das Eisen von da oben nach da unten zu bringen. Ah doch, das geht. Das ist nicht so weit. Machen wir hier. Habe ich genug Fließbänder? Nö. Bau Fließbänder und schnapp dir mal Eisen. Wo wir gerade beim Thema sind. Da. Und Kupfer. Da. So, viel besser. Und hier hätte ich gerne einen Splitter. Hier. Splitter, Splitter. Einfach so, so, so. Und dann zwacken wir das nach unten ab. Und führen es hin bis zur Batterieproduktion. Da irgendwo. Also. Angriff mittig. Es schießen vier Türme, das sollte reichen. Miep. Irgendwas zerstört? Nö. So, Eisenplatten kommen. Eisen geht. Was? Achso. Ja, okay. Nächster Schritt. Wir haben jetzt Schwefelsäure. Wir brauchen aber trotzdem noch ein davon und Batterien herzustellen. Das habe ich geplant. Also mach bitte dich mal. Da sind zwei dazwischen, oder? Achso, wir brauchen ja auch keine Ärmchen. Das ist okay. Du, Batterien. Wir müssen jetzt auf die Fließbandseite auch noch Kupfer bekommen. Das könnte interessant werden. Vor allem, weil wir oben was kein Kupfer mehr haben. Ja. Unterirdisch da und da, damit wir wieder durchlaufen können. So. So. Fürs Erste so lösen. Später können wir gucken, wie wir es automatisieren. Aber jetzt will ich einfach nur welche haben, um damit bauen zu können. Da käme Eisen. Ich kann ja mal, solange wir es noch nicht komplett automatisiert haben, hier dafür sorgen, dass wir keinen Strom haben. So. Und dann einfach jetzt so Kupfer reinschmeißen. Wobei ich einen Stack gerne behalten würde. Okay. Wofür brauchten wir jetzt die Batterien? Für Construction Bots, das ist richtig. Aber das war nicht der Punkt, weswegen ich vorhin gemurmelt hatte. Hierfür brauchten Batterien. Wir brauchen allerdings auch Smart Inserter. Und Smart Inserter kann ich noch gar nicht. Okay. Also wäre einer der nächsten Schritte. Wow, da kommt viel auf einmal. Einer der nächsten Schritte sind Smart Inserter. Sonst alles okay. Nein. Das war irgendwo hier. Ha! Wieder gezielt eine Engine zerstört. Wow, Engine Star. Du hast keine Muni mehr. Okay. Nimm bei jedem verdammten. Bei jedem verdammten Sniper-Turm, den ich jetzt aufgestellt habe, um dafür zu sorgen, dass die Sicherheit im internen
einigermaßen gewährleistet ist, muss ich jetzt eine Kiste versorgen, die dann auch Strom haben muss.